Trainiert man mit einer Goldkette seine Nackenmuskulatur? Ab wie viel Gramm trainiert man die Nackenmuskulatur? Es spielt keine Rolle, mit was für einer Kette man trainiert, kommt nur auf das Gewicht an. Kann Stahl oder Eisen etc. sein. Dankeschön, mit Gramm brauchst du da nicht anfangen. Abgesehen davon führt das höchstens zu einer dauerhaften Verkrampfung, was den Muskeln eher schadet, als dass es sie stärkt. Zumal eine kiloschwere Goldkette a. sündhaft teuer ist und b. absolut beschissen aussieht, gilt generell für viel zu dicke Ketten. So ab 1 oder 2 Kiko könnte das schon sein, dass du die Nackenmuskulatur trainierst, du solltest dann aber auch den Bizeps trainieren, um zu verhindern, dass sie dir jemand in der nächsten Imbissbude vom Hals reißt. Kann ich mir fast vorstellen, die Goldkette sollte aber schon ein paar Kilo auf die Waage bringen und dann mit viel Schwung in den Nacken schwingen. Wenn die Kette etliche Kilo wiegt, dann sicher, da musst du auch einen trainierten Nacken haben, wenn du mit hunderttausenden Euro des Edelmetalls um den Hals rumläufst. So wie bei A-Team, der mit den vielen Halsketten um den Hals, nein, ganz sicher nicht. Hallo, eine Langhandel ist hilfreich, um die Schulter und Nacken zu trainieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.